lohnt sich ja mal voll, das zu spielen, ey. Es ist ja so süß. So, hier sind wir. SSD Speedway, unendliche Daten. Klingt gut. Aua. Hoppla. So, jetzt zupf ich das weg. 700 Münzen haben wir wieder. Das war krass. Und was ist hier Auffälliges? Ha? Und Wirbelattacke! Ah ja, ein Puzzleteil, schau. Voll wichtig, brauchen wir alle. Okay, das ist nix. Noch ein Puzzleteil. So muss das. In einem Level haben wir ja eins verpasst, müssen wir noch mal rein. Ach du Scheiße. Das ist Devil May Cry. Das ist Devil May Cry. Jetzt, das ist Dante und so. Jetzt das, wenn das Devil May Cry ist. Hey, war das eine dann wirklich Castlevania? Ey, Sonny, das geht voll gar nicht, weil das echt nicht eure Marke ist, Castlevania. Der eine Fuzzi ihm sagt, gell? Na ja, gut, keine Ahnung. Aber das ist ja offensichtlich Devil May Cry. Was? Das ist ein Move-Controller, hä? Was soll ich da... Okay. Wie lustig, dass das einfach eine Rakete ist. Wie schön die aussah. Cool. Oh mein Gott, schaut euch mal. Wie schön ist das denn? Das so als so Aura-Nebel ein PlayStation-Controller. Das ist ja mega geil, oder wie? Was? Beim Gebrauchtmarkt vielleicht, obwohl ich sagen muss, dass der Preis für die Leistung schon top ist. Preis-Leistung passt schon. PS5. Weiß nicht. Weiß nicht. Nee, würde ich glaube ich nicht mitgehen. Erst recht nicht, weil eigentlich Konsolen absolut immer teurer sind. Als dieselbe Hardware-Stärke als PC-Hardware-Technik, wenn du es so zusammenbasteln würdest. Ich bin tot. Wenn wir jetzt mal so ganz streng sind. Wenn wir so richtig streng sind, dann ist es eh immer teurer. Aber... ich weiß nicht. Naja, zumindest lohnt sich's mehr als eine PlayStation VR, die genauso viel kostet, wenn nicht sogar mehr. Würdest, dass es einfach nur... ja. Eigentlich nichts ist. Eine Erweiterung. Glückwunsch. Für deine PS5. Glückwunsch. So, und du, kleiner Spooky. Sag mal, wieso? Was ist das für ein Sniper hier eigentlich? Aber was soll's. Können wir fleißig Münzen farmen, wa? Preis-Leistung. 600 Euro, weiß ich nicht, Mann. Ich erinnere mich noch zu gut an die PlayStation 3. Die auch zu Release 600 gekostet hat. Nee, wo steht sie denn bei der, die PS5? Wo steht die jetzt? Bei 550 oder so, oder? 500, 550, wo steht die jetzt eigentlich genau nochmal? PS5. Wo steht die jetzt? Ja, 500. Genau. Ja, so 500. Mhm. Ich weiß noch, PS3, als die rauskam, was ja auch einfach mit die stärkste Konsole war, so. Und Cell Broadcast Architektur war Arschkack da, irgendwas Cell Architektur, Scheiße da. Der so mächtig war, dass keiner damit umgehen konnte. Die hat 600 Euro gekostet und ich erinnere mich noch, wie der Preis so dermaßen zu hoch war, dass das quasi gefloppt ist. Sony musste die runterschrauben. Das war Zugzwang, weil die einfach keiner gekauft hat. Die war zu teuer. Jeder hat sich beschwert, dass die viel zu teuer ist. Aber hier ist alles fein. Ich hab noch nie wirklich in großem Ausmaß jemanden beschweren hören, dass die zu teuer ist. Weißt du, dass es sich das ganze Volk beschwert so. Das war irgendwie nicht wirklich so. Also wenn das nicht Little Big Planet ist, dann weiß ich auch nicht. Süß. Ich finde allgemein alles heute zu teuer, wenn wir schon dabei sind. Jetzt musst du schon 500, 550, was weiß ich, Euro ausgeben für eine Konsole.
Plus, dass die Spiele mittlerweile auch 80, 70, 80 Euro kosten. Holy fuck, also, und da bin ich raus. Also Spiele sind es mir voll wirklich nicht mehr wert, der Preis. Das kannst du komplett vergessen, gell? Konsole ist preislich immer billiger als PC. Ne. Das war noch nie so eigentlich. Bin ich blöd? War das so rum? Eigentlich war das doch immer andersrum. Eine Konsole war, glaube ich, am Anfang dann günstiger, aber nach einem guten Jahr konntest du doch die Hardware schon lange so zusammen... Die verjährt doch viel schneller eigentlich, eine Konsole. Du konntest doch dieselbe PC... Wenn du jetzt dieselbe Technik in der PS5 nachkaufst, die exakt gleiche Leistung als PC-Hardware nachkaufst, müsste das doch günstiger sein. Spinn ich? Echt? Weiß auch nicht. Wie komme ich an diesen Dingen? Wie komme ich da dran? Hä, wie soll das gehen? Auf jeden Fall ist hier Little Big Planet und das ist super süß. War das doch immer günstiger? Ich bin tot. Das da hinten ist doch Wipeout. Also im PC setzt mindestens 800, wenn du eine neueste Hardware gehst, bist du sogar bei 1000. Ja, neueste Hardware will doch keiner. Wir reden ja von der PS5-Technik oder halt, ist ja egal. Wie bekomme ich das da jetzt? Ich schnall's nicht. Ja, auf Lasern kann ich das nicht. Hä? Helft mir mal! Muss ich euch Pilzis kaputt machen? Hä, wieso ist denn das jetzt dazu? Hä? Was müssen wir finden? Ich muss ich lasern? So, das ist mit Sicherheit Wipeout. Nee, trotzdem. Schon teuer alles, gell? Ich verstehe Blubberchen insgesamt trotzdem. Den Preis nicht ausgeben zu wollen. Das ist schon krass. Das ist schon so. Und neun Klinge übrigens. Ich hab einfach nur Lügen. Nanu? Oh, was? Ja, aber da geht's ja weiter. Hä? Muss ich alle Raketen finden? Wir haben ja so Move-Controller gezündet. Ist es das? Oder ich gehe einfach mal da lang? Ich weiß nicht. Das ist ein geiler Satellit. Ja, und wie komme ich jetzt hin? Ah, er dreht sich. Okay. Das ist ein Starlink-Satellit. Hi, Leute! Oh Gott! Ich lese mal, was Kronot schreibt. PS4 Pro hat bis zur Einführung der PS5 immer noch 400 Euro gekostet und die PS5 ist mehr als doppelt so stark. Ja, und kostet halt aber auch 150 bis 200 Euro mehr. Ja. Ja, ich meine, was jetzt halt passieren wird, klar, durch die neue PS5 Slim wird jetzt die alte natürlich auch viel, die wird günstiger. Die wirst du bestimmt bald herbekommen. Gut, für vielleicht 400 Euro, 350. Die wird jetzt ein bisschen sinken, das wird passieren. Und das ist gut. Ah! Bot. Da steht einfach Bot. Ja, es ist Eco. Blau ist das neue Schwarz. Blaue Discs. Oh, lustig, wie die Skybox sich spiegelt. Das ist Ico. Das Spiel vor Shadow of the Colossus. Süß. Ja, gut. Da kann man rein, da geht's ja weiter, genau. Ja, aber aufbekommen tun wir den Scheißhaufen da jetzt immer noch nicht.
Wieso? Ich... Hey, hier passieren unfaire Dinge. Irgendwas passiert hier. Hier kommen wir auch nicht mehr rein. Battle McFly. Immer noch. Super lustig. Wir haben schon wieder fast 1000 Münzen. Das ist hervorragend. So soll das. Wie bekommen wir das auf? Ich schnall's nicht. Da sind halt rote Lichter so dran. Vielleicht heißt es wirklich, man muss alle Move-Controller zünden. I don't know. Vielleicht darf man dann nicht sterben. Weil wenn man stirbt, dann sind die ja wieder da. Ich gehe jetzt halt einfach weiter. Wir bekommen es ja nicht auf. Hä? Das ist ja jetzt auch nicht. Ich ziehe das hier mal. Nanu, was ist das? Vielleicht hilft uns das ja weiter. Aha. Ja, vielleicht hilft das ja. Gucken wir mal. Ja, also. Hey, jetzt. Neues Artefakt, die PlayStation 2 Kamera. Die iToy Cam. Die auch super. Da steht sogar deine Oma drauf. Ja, da gab es auch lustige Spiele für die iToy Games. Die waren super lustig. Die habe ich auch noch gespielt. Die waren voll witzig, da gab es lustige Minispiele. Dankeschön, dankeschön. Haben echt gut gemeistert. So voll, das war eigentlich, ehrlich gesagt, war das ja der Vorreiter von Xbox Kinect? Eigentlich ja schon. Ne, da standest du ja wirklich als ganzer Mensch rum und hast ja mit deinen Händen und Armen und deinem ganzen Körper das Spiel gesteuert. Das war eigentlich der Vorreiter von Kinect. Sony hat's vorgemacht. Microsoft hat's nachgemacht und es war ein Flop. Nee, iToy war lustig. Es hat Spaß gemacht. Eigentlich hat man es eigentlich auch nur überwiegend für iToy genutzt. Ich wüsste gar nicht, ob es überhaupt andere Spiele gab außerhalb von iToy, die PlayStation 2 Kamera genutzt haben. Ich glaube, so gut wie gar nicht wahrscheinlich. Irgendwie habe ich auch gelesen, Games kosten jetzt je nach Länge. Heißt so, Games wie Assassin's Creed kosten dann gefühlt ein halbes Auto. Ich glaube nicht, Klinge. Ich glaube, da hast du Fake News gelesen. Lesen kann man im Internet sehr vieles. Ich glaube, das stimmt nicht. Stell dir das mal vor. Du musst zahlen je nach Länge. Ja, genau. Klar, hat ein Spiel 200 Stunden, dann ja, pro Stunde ein Zehner oder so. Okay, genau. Lass es Konami bitte nicht hören. Die ziehen es sonst noch durch. Oder EA. Ach, das Kappa hast du vergessen. Das wäre vielleicht wichtig gewesen, ja. Okay, das ist ein PlayStation VR-Spiel. Kann ich nicht zuordnen. Weiß ich nicht. Es wird irgendein Shooter-Game sein. Vielleicht weiß Kodon das ganz genau jetzt an der Stelle. PSVR-Games, kein Plan. Ist auch so nichtssagend einfach gerade. Also er hat eine Maske auf und halt eine Lightgun in der Hand. Ja, und jetzt? Das könnte alles sein, eigentlich auch fast schon wieder. Oh! Krass, was ist hier los? Es ist so lustig. Ihr hört das Rattern. Es hört sich halt wirklich auch genauso an wie diese Gun. Es ist so lustig. Ich mag das. Bei EA kann ich es mir vorstellen, aber dass sie das machen. Ja, und halt Konami leider auch. Weil die auch schon mal die Scheiße durchgezogen haben von wegen, du willst einen Spielstand, einen extra Spielstand. Ja, dann zahl doch mal 10 Euro. Alles klar. Das war bei Metal Gear. Willst du mich verarschen? Metal Gear, wie hieß die Scheiße? Metal Gear Survive. Glaube ich, hieß der Kack, gell? Extra Spielstand 10 Euro. Auf geht's. Ja, ja. Da muss ich aber auch sagen: Capcom. Muss ich da jetzt aber doch auch erwähnen. Tut mir fast ein bisschen weh, aber hey.
Gleiches Recht für alle. Capcom zieht die Scheiße bei Monster Hunter ab, gell? Willst deinen Charakter, warte mal, irgendwie Charakter komplett umändern, dann darfst du auch ein Charakterticket kaufen, das irgendwie auch, weiß nicht wie viel kostet, 5 Euro, vielleicht sogar auch 10 Euro, ich bin mir nicht ganz sicher, es kostet Geld. Und das finde ich halt auch frech. Ich glaube, es war nur, um den ganzen Charakter umzuändern, weil ein extra Spielstand geht, glaube ich, schon noch. Wobei ich mich frage, wozu überhaupt? Also das ist jetzt eigentlich nicht so tragisch, weil du kannst ihn ja sowieso in anderer Art und Weise sowieso die ganze Zeit in-game umändern. Beziehungsweise du hast ja sowieso die ganze Zeit Monsterrüstungen an, wen juckt das? Also ist jetzt nicht so gravierend, aber es ist trotzdem ein Schmarrn mit Geld verbunden. Es ist trotzdem lächerlich. Gut, ich glaube, ich habe nichts verpasst, hoffe ich. Es war hier voll die Shooter-Action. Und ich muss nochmal den Himmel anschauen. Vielleicht entdecken wir da was Cooles nochmal. Außer diesen geilen PlayStation-Controller. Wir haben bestimmt viele übersehen, ey. Einfach Zockerrente gehen. Zockerrente. Aber weißt du gerade auch nicht, Kolo, ne? Welches VR-Game? Ja, das ist ja auch super nichtssagend gewesen. Ich gehe zurück, gell? Die dancen da vor rum. So. Das Spiel ist so cool. Auch jeden Taps halt, den spürt man im Controller. Da vorne, das sieht nach so Star Wars-like aus, ey. Was ist das? Ist es Star Wars? Doch, das Schiff passt, glaube ich. Das könnte jetzt vielleicht Star Wars sein. Ha. Bei Nintendo wäre es jetzt einfach Star Fox. Aber, ja. Hast du mir zustimmst, hast du gelesen? Da sage ich nicht 100% mit deiner Meinung mit, Gecko Spiel 70 bis 80 ist viel zu teuer, Deluxe-Version bis zu 130. Ja, Deluxe-Version. Die waren davor schon bei 130. Oder Special Editions. Aber nee, grundsätzlich, Standardspiele 70, 80 Euro, gell, es ist echt viel, viel, viel zu teuer. Das ist Wahnsinn einfach nur. Das rechtfertigt gar nichts einfach. Weiß ich nicht, Mann. Klar werden Spielentwicklungen auch immer teurer, weil sie immer aufwendiger werden, aber was ist das für ein Preis, bitte? Ganz ehrlich. Gerade bei Ubisoft weiß man sowieso, Ubisoft-Games brechen sowieso nach einem Jahr oder so auf 20 Euro runter. Also warum da überhaupt 80 Euro zahlen? Ne? Wartest beim Avatar noch ein gutes Jahr und dann kostet es ein 20, ganz ehrlich. Ist so. SSD Speedway, mieses Minenfeld.